Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir eingetroffen die Vegan Beauty Basket. Und wie ihr seht, es ist nicht irgendeine Vegan Beauty Basket, sondern es ist die Winter Sonderedition von 2020. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Normalerweise kostet die 23,30 pro Box, also ab 23,30 pro Box, je nachdem welche Aboform man so wählt. Und das hier ist jetzt eine Sonderedition, die 19,90 € gekostet hat. Und guckt euch die mal an, wie schön die ist. Die ist jetzt nicht in diesem klassischen schwarzen Design, sondern sie ist so dieses Karamellfarben und das gefällt mir unheimlich gut. Genau, die normale Box ist nämlich in einem schönen matten Schwarz. Die Box ist tierversuchsfrei und vegan und in dieser Box sind sogar fast nur plastikfreie Produkte drin. Bis auf zwei Verschlusskappen, hat Ina geschrieben, ist alles plastikfrei. Und da achten die ja auch gerne drauf und das finde ich super, super cool. Das ist eine sehr nachhaltige Box und eine sehr besondere Box. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal zusammen rein, was hier drin ist. Wenn ihr euch vielleicht dazu entscheiden solltet, ein Abo abschließen zu wollen, könnt ihr gerne meinen Code verwenden. Mit dem Code CLAUDI5 sparst du 5% auf deine erste Bestellung bzw. auf deine erste Box und das finde ich ganz cool. Ich finde auch, dass diese Box sehr unterstützenswert ist und deswegen, ja, teile ich das immer sehr gerne mit euch. Genau. So, noch was? Nein, wir machen die Box einfach mal auf. Genau. Ja, ein Deckel. Und ich finde diese Herzchen auch süß und es ist schon alles sehr schön gemacht, ne? Das gefällt mir wirklich und halt auch, es wird versucht auf Müll zu verzichten, so gut es geht und es sieht einfach extrem weihnachtlich hier gerade aus, mega schön. Wir haben hier wirklich so ein schönes rotes Seidenschleifchen, dann sind die Produkte in Butterbrotpapier eingewickelt. Mir kommt gerade ein super angenehmer, frischer, natürlicher Duft entgegen. Wirklich angenehm, also Naturkosmetik und ich, wir sind immer noch nicht so ganz die besten Freunde, aber eben durch Produkte aus der Vegan Beauty Basket zum Beispiel werde ich da immer mehr so rangeführt. Und das finde ich sehr cool. Ja, die liebe Ina malt tatsächlich auch selber diese Karten und hier steht drauf, schöne Weihnachtstage. Das finde ich echt toll. Ja, und mir hat sie hinten drauf geschrieben, viel Freude mit der Box und dein Herzchen. Und dann hat sie Ina geschrieben und Ina ist auch die Gründerin der Box, ne? Eine sehr, 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 sehr liebevolle Frau. Und hier haben wir die Produktkarte, sprich das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Normalerweise ist das, was jetzt hier rot ist, in so einem schönen Türkis. Aber zur Feier des Tages hat die Vegan Beauty Basket sich in Schale geschmissen. Und wir öffnen einfach mal das wirklich schöne Seidenschleifchen und lüften das Geheimnis um die Produkte. Oh ja, ich sehe schon, was so riecht. Und hier haben wir den Blick in die Box und das sieht wirklich alles sehr natürlich aus, ne? Oh Mann, das sieht so cool aus. Okay, wir fangen jetzt mit dem ersten an, was ich kenne und was ich toll finde, dass es drin ist, weil ich das schon aufgebraucht habe und es hat mir sehr gut gefallen und gut getan. Und das ist von Ballade en Provence. Ballade en Provence, eine Ballade an die Provence oder in der Provence, eine Solid Night Cream. Das ist mit 40 Gramm eine vegane, tierversuchsfreie Gesichtscreme, die nicht in einer Tube daherkommt, sondern sie ist fest. Das finde ich super, super cool. Ja, ich hatte meine Bedenken auch damit, ja, wenn ich mich mit neuen Handtüchern abgetrocknet habe und sie gefusselt haben, hat sich diese Fusselfamilie auf der Seife vereint. Trotzdem hat sie gut gepflegt, hat mir gut getan und gut gefallen. Also das ist wirklich eine empfehlenswerte Geschichte und ich finde es echt cool. Certified Organic Earth Durable. Okay, ja, das ist nett. Mit Cocoa, mit Kakaobutter und Aprikosenkernöl. So, ich versuche jetzt gar nicht Englisch zu reden. Deutsch reden wäre eine Alternative, aber auch das kann sie nicht. Genau, und das sind 100% natürlichen Inhaltsstoffen, parfümstofffrei und so sehr, sehr gut geeignet für sensible Haut, die ich nun mal habe. Deswegen finde ich das echt cool, dass das mit drin ist. Hier kommen wir jetzt mal zum Verursacher des Duftes in der Box. Auch das ist ein festes Produkt von Levity Parlor Ayurvedic Facial and Shower Bar. Also das ist fürs Gesicht und Dusch. Duschgel, Duschseife mehr oder weniger mit Orange und Zimt, erfrischend und sanft reinigend. Und das ist auch wieder vegan und tierversuchsfrei, sind alle Produkte. Sieht das nicht super natürlich aus?
Und den Duft, ja, ich bin kein Fan von Essen auf meinem Körper, wenn ich dusche, um ehrlich zu sein. Essensduft, ne? Aber den Duft kann ich mir super, super gut vorstellen unter der Dusche. Es riecht auch ein bisschen wie die Seife von Valoloco, die wir letztes Jahr mit drin hatten. Die habe ich nämlich auch verwendet. Die fand ich auch sehr angenehm. Ah, das riecht gut. Also, sobald mein Duschgel leer ist, kommt das mit unter die Dusche und dann ist es quasi für mich mein unter der Dusche Cleanser fürs Gesicht und Körper ein Waschgedöns in einem. Finde ich klasse. Doch, coole Produkte. Also schon mal zwei feste Produkte. Sehr interessant. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Was nehmen wir denn als nächstes? Nein, wir nehmen mal das Größte und zwar Vegan Fox, eine Foot Cream, eine Fußcreme. Das ist vegan friendly, animal friendly und handmade. Und da ist ein Fuchs abgebildet. Ist das nicht süß? 120 Milliliter sind hier drin. Das ist auch ganz schön groß, ne? Designtechnisch passt das jetzt gerade auch voll zu der Box, weil die ja hier dieses Rot- und Weiß-Design haben. Hier haben wir den Übeltäter Plastik, also quasi eine Verschlusskappe. Da. Aber es ist wirklich hübsch. Das kann ich mir auch auf meinen Füßen dann gut vorstellen. Also, ne, ich benutze jeden Abend Fußcreme tatsächlich. Also entweder benutze ich eine Fußcreme oder eine Handcreme für meine Füße, aber meine Füße müssen eingecremt werden, denn auch sie brauchen Liebe. Sie tragen mich den ganzen Tag durchs Leben, denn, ja, bin halt viel unterwegs, ne, gerade auf der Arbeit und, jo, alles andere wird ja auch gepflegt, warum dann nicht auch die Füße ordentlich pflegen? Deswegen richtig geil, dass Fußcreme mit drin ist. Jo. In so einem Tubending. Finde ich klasse. Jo. Ich habe jetzt aktuell eine aus dem Adventskalender noch dort. So eine ganz, ganz kleine Tube aus einem Drogerie-Adventskalender. Und wenn das leer ist, dann wird die auf jeden Fall einziehen. Echt klasse. 120 Milliliter ist auch eine schöne Größe. Jetzt kommen wir zu etwas, was einfach auch passend ist. Von Tauoasis müsste das sein. Happy Christmas, ein Duftset. Nee, von Baldini. Genau, Baldini bei Tauoasis, genau. Und ja, das hatte ich tatsächlich auch schon in den ein oder anderen Adventskalender gegeben, den ich an die Familie gegeben habe. Und da ist nämlich etwas sehr, sehr Praktisches drin. Könnte ich mir theoretisch auch mal ins Auto hängen, wobei mein Auto nicht stinkt. Aber trotzdem, so als Duftbäumchen. So riecht Natur, steht hier nämlich drauf. Das sieht halt aus wie so ein Duftbäumchen fürs Auto, ne? Finde ich aber gut, finde ich sehr praktisch, ne? Weil das eben mal irgendwo hinzuhängen ist. Und hier haben wir den Duft Happy Christmas. Steht hier, was da drin ist? Nö. Nö. Baldini Mandelöl kannst du damit beimachen für eine Aromamassage. Oder du nimmst es halt so und machst dir das dann in eine Duftlampe, wenn ne, du möchtest. Oder du machst es hier rein. Oder ich benutze das zum Beispiel für meinen Waschball auch ganz gerne. Dass wenn ich meine Wäsche wasche, dass ich ja nicht immer ne, Waschmittel verwende. Jetzt aktuell ist es so, dass ich schon lieber mal zu Waschmittel ab und zu greife. Aber ansonsten wasche ich ja nur mit meinem Waschball. Und einfach damit die Wäsche so ein bisschen Duft bekommt, mache ich da auch gerne solche Düfte mit rein. Und das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und da das die Weihnachtsbox ist oder die Weihnachts-Sonderedition, ist das schon cool. Das gefällt mir echt klasse. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und das kommt wieder aus einer Marke, die wir auch in dieser Box öfters drin haben, was ich aber cool finde. Das ist von I+M Berlin. Das ist eine Marke, die mir, seitdem ich Boxen auspacke, immer mal wieder über die Füße läuft, die sehr, sehr hochwertig und hochpreisig ist. Und die jetzt was Neues rausgebracht haben. We Reduce... Okay, irgendwas reduzieren die. Vanilla Lip Care Lippenpflege mit Bio-Shea-Butter und Bio-Jojoba-Öl. Das ist diese hier. Okay, ist da jetzt eine Plastikverschlusskappe drauf? Ich wüsste nämlich nicht, wo wir sonst... Ach so, hier bei diesem Baldini hast du eine Plastikverschlusskappe. Genau, und das hier ist dann quasi auch plastikfrei. Cruelty-free, vegan, klimaneutral und Cosmos Natural. Okay, das ist eine Lippenpflege. Mag ich gerne, finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht genau... Plastic-free. Achso, die reduzieren Plastik und deswegen ist es jetzt Plastic-free und deswegen steht We Reduce drauf. Okay. Fair Bio Vegan Lippenpflege mit zarter Vanillenote. Mag ich grundsätzlich gerne leiden. Schützt die sensible Lippenhaut und pflegt sie samt weich mit Bio-Shea-Butter und Bio-Jojoba-Öl. Mensch, das ist echt toll. Und das sind jetzt die Produkte, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte, die wir in der Vegan Beauty Basket Sonderedition drin hatten, die jetzt auch ein bisschen günstiger war als die normalen Editionen. Dafür hatten wir jetzt hier zum Beispiel keine dekorative Kosmetik mit dabei, aber wir haben ein kleines Lifestyle-Produkt und dann halt schöne Pflege, wo ich auch echt Bock drauf habe, die zu verwenden. Definitiv. Ich denke schon, dass ich das hier weiterschenken werde, weil ich ja schon einige Düfte da habe. Aber das ist nicht schlimm. Da habe ich dann halt einfach so ein kleines Weihnachtsmitbringsel, was ich verschenken kann, was ich auch cool finde. Genau. Und so sieht die Box dann aus, wenn sie leer ist. Es ist einfach leeres Butterbrotpapier. Und ja, hat mir gut gefallen. Doch,
praktische Produkte, kein Kabam Kawao Produkt, abgesehen jetzt von der Nachtcreme. Da muss ich, weil ich sie halt einfach kenne und weiß, dass sie richtig, richtig gut ist und dass die halt auch gar nicht mal so günstig ist. Deswegen ist es für mich eigentlich schon so ein Kabam Produkt. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Und ja, vielen Dank, liebe Ina. Hat mir richtig Freude bereitet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!